begrüße ganz herzlich Hans-Dieter Heumann, lange Jahre Diplomat für Deutschland, unter anderem auch Botschafter beim Europarat, viele Stationen, Washington und so weiter. Und inzwischen an der Universität Bonn Direktor des Center of International Security. Sie haben schon viel an Diplomatie gesehen. Jetzt blickt alles auf Tallinn. Und abseits von der Digitalisierung, was ja das eigentliche Thema des Gipfels ist, reden natürlich alle über Brexit und eben aber auch über die Rede von Emmanuel Macron und natürlich auch über das, was Jean-Claude Juncker im Europaparlament vor wenigen Wochen vorgestellt hat. In welche Richtung wird das gehen? Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Gipfel, beziehungsweise das Abendessen heute, der dem Gipfel vorgeschaltet ist. Und die Bundeskanzlerin ist ja auch nicht zufällig mit Macron vor die Kameras zu zweit getreten. Übrigens, dann hat sie auch noch mit Niederlanden gesprochen, was auch nicht unwichtig ist, weil die Niederlande in den deutsch-französischen Plänen für die Zukunft Europas eher auf der deutschen Seite stehen. Warum ist das wichtig? So, erstmal würde ich sagen, die Kanzlerin hat ja schon ein sehr positives Signal gegeben. Sie hat, glaube ich, wörtlich von der Übereinstimmung, Übereinstimmung gesprochen. Und ja, wenn man das Geschäft kennt, diese Dinge sind natürlich auch unter Partnern abgesprochen. Diese Rede war natürlich dem Kanzleramt vorher bekannt und ist auch konsultiert worden. Und wir können auch weiter zurückgehen. Es hat einen engen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich schon vor der Wahl Macrons gegeben, über die Pläne, Europa zu stärken. Darum geht es ja eigentlich. Es geht letzten Endes um die Stärkung Europas, nicht so sehr um die Details. Und zwar in der Eurozone. Ein Land alleine kann nicht in der Globalisierung bestehen. Das kann nur Europa. Und das Europa wird stärker, indem man die Eurozone stärkt. Aber auch, das darf man ja nicht vergessen, in dem Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Diese Dinge sind schon lange zwischen Deutschland und Frankreich besprochen worden. Und es hat schon nach der Finanzkrise eine Annäherung eigentlich in den Ideen zwischen Deutschland und Frankreich gegeben. Deutschland hat schon sehr früh Schäuble von einer Wirtschaftsregierung gesprochen. Also es geht um eine Stärkung der Eurozone durch Reformen der Eurozone. Aber wir haben schon etliche Situationen in den letzten Jahren erlebt, wo Europa gefühlt und vielleicht von den Medien auch herbeigerufen oder von unterschiedlichen Regierungen, denken wir nur an Ungarn, dass Europa vor dem Ende steht, dass diese gemeinsame Idee vor dem Ende steht. Jetzt wird wieder argumentiert, anders als in Bratislava vor einem Jahr, jetzt gäbe es tatsächlich eine Chance. Warum dieses Wechselspiel der Gefühle? Und glauben Sie, dass das tatsächlich jetzt ein Momentum sein könnte? Also die sogenannte Krise Europas hat man ja begründet damit, dass der Populismus zunimmt. Aber beobachten Sie doch die letzten Monate. Was ist die Flüchtlingskrise dürfen wir natürlich nicht vergessen in dem Zusammenhang. Die Flüchtlingskrise dürfen wir nicht vergessen. Der Populismus wurde durch die Flüchtlingskrise gestärkt. Aber wir haben vielleicht angefangen mit den Wahlen in Österreich, wo eben nicht die Rechtspopulisten an die Macht gekommen sind. Sie sind in Holland, in den Niederlanden in den Wahlen nicht an die Macht gekommen, wie vorausgesagt. Und Marine Le Pen in Frankreich, die Partei von Marine Le Pen, der Front National, hat 8 Abgeordnete der Assemblée Nationale. Der Präsident Macron hat eine absolute Mehrheit in der Assemblée Nationale. Es ist sehr stark. Wir haben im Grunde ein Abebben des Populismus. Und es kommt noch was Zweites dazu. Europa wird nicht mit allen Staaten gemeinsam vor sich gehen. Und wenn einige Staaten sich sperren, dann werden Deutschland und Frankreich umso schneller an einigen Dingen vorangehen. Natürlich alles auf der Grundlage der Verträge. Und der Brexit, wenn ich das ganz kurz sagen kann, hat Europa eher gestärkt. Sie sehen, wie geschlossen Europa im Augenblick in die Verhandlung mit dem Brexit geht. Also wir haben vielleicht eine gewisse Trendwende. Gut. Dann lassen wir es jetzt erstmal mit Blick auf diesen Gipfel dabei bestehen. Denn es geht ja, wie gesagt, nicht nur um das, was heute Abend diskutiert wird. Diese ganze Themenpalette, die ist ja erst dazugekommen. Dann natürlich durch die überraschende Präsenz von Theresa May hat das Ganze in Sachen Brexit noch eine andere Dimension bekommen. Aber morgen, da soll es um Digitalisierung gehen. Da ist Estland natürlich absoluter Vorreiter und möchten den restlichen Europa auch zeigen, was sie können. Da sind sie extrem selbstbewusst. Unser Kollege Klaus Weber ist vor Ort und blickt schon mal auf den morgigen Tag. Ja, jede Menge anderer Themen heute auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs beim Abendessen. Aber ab morgen geht es dann wirklich um Digitalisierung. Ich konnte vorab schon mit dem Vertreter für Digitalisierung in Brüssel, dem Vertreter Estlands,
nämlich Lukas Ilves, sprechen. Herr Ilves, man hat so das Gefühl, der Gipfel war ein bisschen anders geplant. Es sind viele andere Dinge jetzt auf der Agenda. Es sollte eigentlich ein Digitalgipfel werden und Schwerpunkt Digitalität. Haben Sie Angst, dass das sozusagen jetzt überschattet wird von anderen Themen, Ihr Schwerpunkt, den Sie gesetzt haben als Estland? Glücklicherweise haben wir eigentlich diese Angst nicht. Also es war ursprünglich ein Eines-Tages-Gipfel. Jetzt kommen die Regierungschefs am vorherigen Abend. Aber ich kann sagen, dass unser Premierminister, der in den letzten Monaten sich mit fast all den Regierungschefs getroffen hat und die ihm wirklich geäußert haben, wie wichtig das für sie alle ist. Ich bin und wir sind alle überzeugt, dass wir morgen einen ganzen Tag nur für das Digitale haben und dass diese 28 sehr wichtige Leute, wenn sie sich einmal treffen, ein bisschen auch von anderen Sachen vorhersprechen. Das ist doch keine Überschattung. Welche Schwerpunkte werden denn dann morgen aus Ihrer Sicht die wichtigsten sein? Also in einem Sinn ist alles wichtig, weil was wir heute anerkennen, ist, dass digital ist Chefsache. Aber im Grunde genommen, wir haben vier Schwerpunkte. Das erste ist natürlich die Wirtschaft. Als Digital ist ein großer Wirtschaftswandel und wie wir dann uns daran anpassen können, wie wir davon gewinnen können. Als zweite aber dann ist die Gesellschaft etwas breiter und besonders die Welt der Arbeit und wie sie sich ändern wird und wie wir dann natürlich dafür auch dass wir sicher sein können, dass natürlich die Leute in 10 und 20 Jahren Jobs haben. Das dritte ist die Sicherheit. Also inzwischen ist das Cyber und die Cyberwelt einer der größten Sicherheitsrisiken der Welt, aber natürlich dann eine Herausforderung, wo man Positives bauen kann. Und als letztes, aber bestimmt nicht als unwichtigste, ist die E-Government. Also wie die Verwaltung sich digitalisiert und wie das Drittel der Wirtschaft, das die Regierung ist und das der öffentliche Sektor ist, sich so viel wandeln kann, wie wir zum Beispiel heute schon von den Webplattformen und den großen Webfirmen sehen. Wir sind schon ein paar Tage hier, haben uns tolle Sachen hier angeguckt, auch gerade, was Sie als letzten Punkt angesprochen haben. Bei uns in Deutschland muss man überall auf die Ämter gehen und muss alles mit Papier 5-mal, 6-mal ausfüllen. Hier hat man eine ID-Karte, wo man sich überall anmelden kann. Was denken Sie, man hört immer, es kann nur in kleinen Ländern funktionieren. Glauben Sie, dass sowas auch in Deutschland funktionieren könnte? Absolut. Also eigentlich, Deutschland hat die technische Infrastruktur heute. Ihr habt auch einen Ausweis, der im Grunde genommen die gleichen Fähigkeiten hat. Es ist einfach eine Frage von den Anwendungen und von dem Take-up. Aber ihr müsst ja nicht natürlich genau die Art und Weise kopieren, in der Estland an diese Sachen gekommen ist. Aber wichtig sind vielleicht positive Beispiele. Grundsätzlich mal, was sollte am Ende dieses Gipfels stehen? Wir kennen das von der Europäischen Union. Digitalisierung ist schon oft angekündigt worden. Was muss aus Ihrer Sicht am Ende stehen? Also morgen ist die Diskussion ein bisschen breiter und auf das Langfristige angezielt. Wir werden davon sprechen, wo wir im Jahr 2025 sein wollen. Aber es folgt ja in 3 Wochen auch ein normaler Gipfel in Brüssel, wo wir schon von den konkreteren Sachen sprechen würden. Und was wir vorsehen, ist, dass die Schlussfolgerungen, die morgen unser Regierungschef macht, die werden dann in drei Wochen in Brüssel besprochen und dann werden wir schon ein paar konkretere Auskommen haben. Lukas Ilves, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Schönen Abend. Ja, soweit also Lukas Ilves zum eigentlichen Thema des Gipfels, nämlich der Digitalisierung und was wir möglicherweise morgen erwarten können und vielleicht auch von den Esten lernen können. Und damit zurück nach Bonn zu Michael Kolz.